Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Konferenz des 38. Spieltags in der Premier League. Um genau zu sein, in der Meisterschaftskonferenz heiße ich Sie willkommen. Wir schauen auf die Aufstellung zunächst der Partie Liverpool gegen die Wolverhampton Wanderers. Da gibt es keine großen Überraschungen. Salah hat es noch nicht in die Startaufstellung geschafft. Origi in der Spitze, Shaqiri über rechts außen. Und der Origi hat ja gezeigt unter der Woche gegen den FC Barcelona, dass er auch ganz große Spiele entscheiden kann. Die Wolverhampton Wanderers im gewohnten 3-5-2 bzw. 3-1-4-2. In der Defensive wird das dann zur Fünferkette. Hier haben wir die ersten Eindrücke aus der Anfield Road. Jetzt gehen wir nach Brighton & Hove. Und schauen uns auch die Aufstellung an. Der Gastgeber Brighton & Hove Albion konnten sich letzten Spieltag schon retten, trotzten sogar den Gunners aus London, dem FC Arsenal, ein 1-1 ab. Und so möchten sie heute auch bei regnerischem Wetter den Gästen aus Manchester so richtig die Stimmung verderben. Das ist nämlich die Ausgangslage. City muss gewinnen, dann ist auch egal, was die Reds aus Liverpool veranstalten. Aber sollten sie patzen und nur unentschieden spielen, dann reicht eben der Mannschaft von Jürgen Klopp ein Sieg. Es liegt dennoch in der eigenen Hand von der Guardiola 11. Wir dürfen wirklich gespannt sein. Hier ist regnerisches Wetter. Für wen das ein gutes oder schlechtes Omen ist, sei mal dahingestellt. Nun haben wir auch hier aus dem Amex Stadium die ersten Eindrücke und geben zur Anfield Road. Da sind wir ein minimales Stück weiter und schauen dort auf den Anstoß. Thank you. Enjoy the game. Da klang noch die letzten Töne von You'll Never Walk Alone durchs Stadion und die wollte ich Ihnen natürlich daheim nicht vermiesen. Der FC Liverpool muss hier auf den Sieg gehen, denn ein Unentschieden reicht nicht, ganz unabhängig davon, wie Man City spielen sollte. Sie müssen gewinnen und eben auf den Patzer hoffen. Die erste Chance hier gehört auch gleich mal den Gastgebern. Wijnaldum, auch er hat es neben Origi gezeigt, wie wichtig er sein kann für diese Mannschaft. Natürlich hätten sie gerne mit Salah in der Startaufstellung gerechnet, aber es geht hier positiv nach vorne los. 5 Minuten gespielt, 2 Möglichkeiten. Jürgen Klopp kann mit der Anfangsphase zufrieden sein. Wir schauen ins nächste Stadion. Man City konnte sich unter der Woche ausruhen. Es war ein spätes und fantastisches Tor von Kompany in der 70. das hier Man City in der besseren Lage brachte. Nun aber Brighton & Hove Albion. Brighton & Hove Albion sticht zu in Person von Bissouma, ist das verrückt. 8. Spielminute. Brighton & Hove Albion macht hier den ersten Treffer der Konferenz. Der fällt da rein. Unten rechts Ederson komplett überrascht. Den trifft er auch optimal dann. Schlägt da noch einmal auf und Brighton & Hove Albion geht mit 1-0 in Führung. Manchester City muss erstmal tief durchatmen. Was für ein Schock hier früh in dieser Partie. Schauen wir gleich mal, was das Ganze fürs Tableau bedeutet. Noch nichts eben, weil Liverpool nicht führt. Jetzt sind sie punktgleich. Aber der FC Liverpool zu Hause, ja, das darf man natürlich nicht unterschätzen. Liverpool braucht ein Tor. Und Man City bräuchte dann 2, aber es ist ja noch lange genug Zeit. Kun Agüero hier erstmal mit der Flanke, Silva setzt sich auch durch mit Sterling im Zusammenspiel. Gut nochmal zurückgelegt von David Silva, Brighton & Hove hat gerade keinen Zugriff, macht das dann natürlich hinten dicht und trotzdem kommt der Abschluss zustande. 13. Spielminute.
Was für ein Beginn, was für ein Start in diese Konferenz, und das ist der Steilpass in Richtung Liverpool. Wie geht die Anfield Road, wie geht die Elf von Klopp mit diesem Ergebnis um? Relativ unbeeindruckt, sie spielen hier ihren Stiefel runter, wissen einfach, selbst ihre Hausaufgaben erstmal erledigen zu müssen, und dann schaut man erst parallel, was Brighton & Hove Albion gegen Man City veranstaltet. Viertelstunde hier knapp von der Uhr, Alisson Becker wirft sich auf den Ball, die Wolverhampton Wanderers noch immer ohne jegliche Torchance. Bei Liverpool hatten wir schon die ein oder andere. Und wie erwähnt, aktuell würde ein einziges Tor reichen zur Premier League Meisterschaft. Ein einziges mickriges Tor. Aber diese Flanke hier von Mané noch zu schwach. Rui Patricio fängt den ohne große Probleme ab. Jetzt laufen sie sich da ein bisschen selbst über den Haufen. Joel Matip und Alexander Arnold, aber kein Problem. Wolverhampton sehr abwartend, defensiv orientiert. Das ist nicht sonderlich überraschend. Aber da muss Liverpool jetzt das Mittel finden. So ist es ja in dieser Premier League-Saison weitestgehend gewesen. Kaum Platz nach vorne, aber trotzdem konnten sie sich immer wieder lösen. Aber auch durch individuelle Situationen von Salah und Co. Der fehlt nun mal, aber Origi hier auch mit dem nächsten Zeichen. Da muss es dann auch aus der zweiten Reihe mal versucht werden. Kompany hatte es ja gegen Leicester noch gezeigt aus Man City-Sicht. Und da schauen wir jetzt wieder rüber. Brighton & Hove Albion mit einer wirklich sehr guten Leistung, engagiert, obwohl es für sie um nichts mehr geht. Stehen sicher auf dem 17. Tabellenrang. Und das ist eben der erste Platz, der dazu einlädt oder dazu begünstigt, befähigt, wie auch immer sie es haben wollen, nächstes Jahr wieder in der Premier League zu spielen. Das war knapp über weite Teile der Saison. Und das wäre hier ein Heimabschluss, der würde den Gastgebern sicherlich gefallen. Manchester City zu ärgern und dem FC Liverpool dadurch die Möglichkeit geben, die Premier League zu gewinnen. Aber Man City kommt jetzt natürlich, müssen sie auch. Bernardo Silva legt nochmal zurück zu Foden und der bekommt den Abschluss. Aber das war jetzt nicht wirklich gefährlich. Und es ist so eine abgezockte, routinierte Spitzenmannschaft bei den Sky Blues. Und dennoch sind die Citizens hier nervös. Wer mag es ihnen verübeln? Es ist aber noch nichts passiert, weil Liverpool eben noch keinen Treffer erzielen konnte und mit dem einen Punkt weiterhin nur auf Rang 2 steht. Nun wieder Brighton & Hove Albion. Ederson passt aber auf. Ist ja die Frage, ob man die 1-0... Situation ihm ein bisschen ankreiden möchte. Eigentlich nicht, das hätte vorher verteidigt werden müssen und der Ball von Bissouma hat einfach perfekt gepasst. Eine halbe Stunde ist jetzt von der Uhr. Man City braucht unbedingt erstmal den Ausgleich. Bernardo Silva macht es wieder stark, sehr auffällig. Da ist jetzt viel Platz für Ilkay Gündogan, da muss dann auch mal der Abschluss kommen. Gündogan legt nochmal zu Bernardo Silva und was für eine Parade von Ryan in der 32. Spielminute. Hier weiter in 1-0. Wie schlägt sich Liverpool gerade? Sie müssen erstmal einen Schock hinnehmen. In dieser Situation hier hat sich Sadio Mané verletzt und musste ausgewechselt werden. Da mussten sie erstmal tief schlucken. Mittlerweile haben sie wieder in die Partie gefunden und sind wieder spielbestimmend. Wijnaldum kriegt hier nicht den Ball, aber dann schenkt den Wolverhampton her. Woodburn dafür gekommen. Hier setzt er Divock Origi in die Szene. James Milner heute auf der linken Verteidigungsposition. Fabinho passt auf. Gut gemacht. Woodburn rettet den. Ganz wichtig. Wolverhampton kriegt auch keinen Zugriff. Liverpool kann sich den Ball hin und her spielen, aber sie sind noch nicht im Gefahrenbereich. Fabinho. Bowley schmeißt sich rein. Die geben ja auch alles, die Gäste. Schenken nicht ab. Tabellenplatz 7
ist gefestigt. Alexander Arnold zu Serdan Shaqiri. Origi, Rui Patricio hält. Aber die Szene noch heiß. Henderson, Jordan Henderson, 1:0 für Liverpool. 39. Spielminute. Man mag es gar nicht aussprechen, Stand jetzt aber, wäre der FC Liverpool englischer Fußballmeister. Origi scheitert erst noch an Rui Patricio. Im Nachschuss ist er dann aber chancenlos. Henderson macht das Ding rein. Unglaublich. Fürs Erste scheint sie hier ihre Hausaufgaben selber erledigen zu können. 39. Minute, 1:0 für Liverpool. Man City muss jetzt kommen. Sie kommen auch. Aguero verschenkt aber diese Situation mit einer extrem schwachen Flanke und wir schauen drauf. Liverpool 97 Punkte, Man City 95 Punkte. Und dennoch haben sie es weiter in der eigenen Hand. Liverpool muss immer hierher schauen. Für Man City spielt das im Prinzip keine Rolle, wenn sie selbst hier den Dreier mitnehmen. Aber so einfach ist das nicht, wie es sich sagt. Sergio Aguero auf Sterling. Der bekommt den Ball aber nicht an Dank vorbei. Super Auftritt von Brighton & Hove. Das muss man ihnen einfach lassen. Sie können befreit aufspielen. Und trotzdem ist das nicht selbstverständlich. Man hätte ja auch denken können, dass sie das hier als entspannten Saisonabschied gestalten werden. Aber das ist nicht der Fall. Und nochmal, Bissouma kommt aber nicht durch. Kompany, passt auf. Und jetzt braucht es vielleicht so einen Lucky Punch. Wie von Kompany gegen Leicester City, der den Dreier dort besorgte. Ansonsten wäre es ja vielleicht da schon vorentschieden gewesen. Nochmal vor der Pause, Man City. Aber Bernardo, passt auf. Und drischt den Ball raus. Jetzt müsste eigentlich der Halbzeitpfiff auch ertönen. Und da ist er auch. 3 Minuten Nachspielzeit hier abgelaufen. Wir schauen nochmal an die Anfield Road. Hier ist auch Pause just in diesem Moment. Und Henderson ist bislang der Meisterschaftstorschütze. In beiden Spielen ist jeweils ein Tor gefallen. Die Gastgeber führen, was das für die Tabelle aussagt. Schauen wir uns jetzt einmal kurz an. Ja, Stand jetzt wäre mit diesem Ergebnis Liverpool Meister. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren natürlich. Und ja, wenn es euch gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten will ich gar nicht lange weiter rumlabern. Weiter geht's mit Durchgang Nummer 2. Wir starten in Liverpool mit der zweiten Hälfte. Und Wolverhampton ist bemüht, hier nach vorne zu spielen. Aber Liverpool ist auch so abgezockt. Natürlich werden sie in der Halbzeit das Ergebnis aus Brighton & Hove Albion mitbekommen haben. Aber viel bedeutet das für sie nicht, außer dass Man City zwei Dinger machen muss. Liverpool bleibt aber bestenfalls dran. Legt noch einen nach. Jetzt müssen sie nämlich aufpassen. Alexander Arnold kann es aber erstmal klären. Köpft das Ding raus. Und 40 Minuten Zeit, das ist für Man City alles andere als unmöglich noch aufzuholen. Aber wenn da keine Ansage kommt, dann wird es da auch erstmal weiterhin 1:0 stehen. Wir schauen natürlich gleich wieder drüber, bleiben aber hier in der Anfangsphase nochmal drauf. Wijnaldum zu Henderson, legt raus zu Serdan Shaqiri, der macht auch einen starken Job. Bennett klärt vor die Füße von Wijnaldum. Der kann es aber nicht ausnutzen. Erste gute Chance im zweiten Durchgang. Liverpool vergibt sie. Wir schauen jetzt aber erstmal wieder in die andere Partie. Und Bernardo Silva gerade mit dem Abschluss. Da sehen wir die Fans in der Kurve. Aber sie sind alles andere als zufrieden. Natürlich ist Man City bemüht. Natürlich sind sie auch die bessere Mannschaft. Aber da müsste jetzt der Treffer her. Gündogan mit dem Ball. Aber Bernardo kämpft gegen den anderen Bernardo. Und er kann zufrieden sein. Walker kommt nicht durch und bekommt dennoch einen Freistoß zugesprochen. Äußerst ansprechende Position.
vielleicht nicht optimal, um ihn direkt auf den Kasten zu bringen, aber das in Verbindung mit einer gefährlichen Flanke. Und Ryan könnte ins Zittern kommen. 55. Minute, Riesenmöglichkeit für Man City. Die Flanke kommt, aber Pascal Groß nickt das Ding raus. Doch City bleibt dran. Foden mit dem Fehler und nun ist die Szene geklärt. Aber wieder City. Walker nimmt über die rechte Seite Foden mit. Der ist auch überall. Walker zu Gündogan. Gutes Passspiel jetzt. Gündogan verliert den Ball. Bisschen zu weit weggesprungen in dieser Situation. Bei Brighton schleichen die jetzt aber immer wieder Fehler ein. Man City kann es aber noch nicht ausnutzen. Gündogan gegen Kayal bleibt aber nicht dran. Verliert dann den Ball. Sehr zerfahren und durchwachsen aktuell, was hier geliefert wird. Viele Ballverluste auf beiden Seiten. Laporte drischt den Ball erstmal ins Aus. Hier gibt es einen Wechsel, den wollen wir nicht groß mitnehmen. Und Sané kommt. Das vielleicht eine Nachricht wert. Jetzt aber erstmal wieder nach Liverpool. ...30 Minuten trennen Liverpool noch vom Meistertitel. Da ist wieder Henderson. Patricio hält, aber kein Problem für ihn. Und hier scheint die Sonne. Vielleicht sinnbildlich, symbolhaft für die Situation. Wenn sich das hier nicht umschwenken sollte, dann wird sie auch über die nächsten Jahre vermutlich über Liverpool schweben. Das wäre ein Titel, der ganz besonders wäre. Mit Jürgen Klopp und jetzt muss Wolverhampton aufpassen, dass sie sich da das einig selbst reinlegen. Jetzt gibt es erstmal zwei Wechsel. Origi geht, Storage kommt auf der anderen Seite, geht Doherty. Macht Platz für seinen Kollegen. Schauen wir nochmal hier auf diese Szene. Das war echt knapp und hätte super brenzlig werden können. Nun wieder Liverpool. Storage, der neue Mann. Und dann Fabinho in die Arme von Rui Patricio. Wieder zur anderen Station. Wir erhöhen jetzt etwas die Schlagzahl, denn es wird dramatischer. Mittlerweile kommen wir schon in den Bereich, wo es wirklich Psychokrieg ist. Für die einzelnen Spieler und Brighton & Hove kann sowas ausnutzen. Dafür sind sie heute hier, um Man City wirklich mental überlegen zu sein, kaputt zu machen. Sie machen das auch immer wieder Wechsel, immer wieder kleine Nicklichkeiten, nichts Unfaires, aber so muss man Man City stoppen. Riyad Mahrez jetzt vielleicht der Heilsbringer. 20 Minuten noch. Gnadenfrist für die Gäste. Der nächste Wechsel. Aber bei Man City wieder. Aguero geht und Gabriel Jesus kommt rein. Guardiola ist nicht zufrieden mit dem, was er von seinem Stürmer gesehen hat. Der, der einst noch eine Meisterschaft in der 90. Minute mit einem Doppelpack holte, ist also jetzt nicht mehr dabei. Es hätte sich Geschichte wiederholen können. So ist es heute scheinbar nicht der Fall. Man City ist aber vorne dran. Jetzt müssen sie wirklich kommen. Zwei Tore fehlen ihnen noch. Jetzt nur noch eins. Was für ein Tor. 73. Minute. David Silva mit dem Ausgleich. Und es ist noch über eine Viertelstunde Zeit. Tor in Liverpool. Schauen wir uns gleich an. Und sollte Liverpool jetzt den Ausgleich kassiert haben, dann reicht City auch dieses Unentschieden. Aber was für ein Tor, das hier eventuell City dazu bringt, doch Meister zu werden. Traumhaft. Schlenzt da oben links rein mit Auge. Und jetzt gucken wir an die Anfield Road. Nein, Liverpool erledigt seine Hausaufgaben. 73. Spielminute, das 2:0. Vermutlich schon die Entscheidung. Wolverhampton im zweiten Durchgang. Nahezu unsichtbar nach vorne. Und Wijnaldum macht es.
Patricio wehrt diesen Flankenball direkt auf den rechten Fuß ab. Der ist noch abgefälscht. Und der FC Liverpool muss jetzt darauf hoffen, dass City in 15 Minuten plus eine gewisse Nachspielzeit kein Tor mehr erzielt. Und wie brutal City sein kann in der Nachspielzeit, haben wir gesehen gegen Tottenham in der Champions League, auch wenn es da zurückgenommen wurde. Ein Punkt trennt jetzt diese beiden Mannschaften. Und Liverpool hat es nicht in der eigenen Hand. Doch der Druck ist da, weil City weiß, dass sie jetzt kommen müssen. Der Treffer muss her gegen Brighton & Hove Albion, die aber weiterhin alles reinhauen. Liverpool hier mit dem souveränen 2:0. Vielleicht das ja logische Ergebnis auch, von dem man vorher ausgegangen ist. Brenzlig scheint es hier nicht mehr zu werden. Stattdessen gehen sie auf das dritte Tor, um dann alles klar zu machen und wirklich nur noch den Fokus auf Man City legen zu können. Woodburn macht nach seiner Einwechslung auch eine richtig gute Partie. Sadio Mané, die Verletzung mussten sie ja auch erstmal wieder einstecken, damit umgehen können. Liverpool hat es gemacht und das passt zu ihrer fantastischen Saison. James Milner mit dem Abschluss hier wäre es natürlich gewesen. So bleibt es hier ja nicht wirklich offen, aber auch alleine die Paradenstatistik 3:10 spricht hier eine klare Sprache. Ich glaube nicht mehr daran, dass Wolverhampton hier noch zurückkommt. Der Fokus muss jetzt klar bei Brighton & Hove gegen Man City liegen. Deswegen schauen wir da auch gleich wieder rüber. Es sei denn, hier passiert noch das dritte Tor. Da wollen wir dann natürlich auch dabei sein. Aber Man City nicht scheinbar dazu in der Lage, vor der 85. was zu machen. Sonst hätten wir eben schon rübergegeben. Da gibt es auch gerade eine kleine ja, Wechsel-Odyssee. Es geht also weiter. Brighton & Hove nervt weiter trotzdem. Die scheint jetzt so langsam vorüber zu sein. Und deswegen geben wir jetzt rüber. Also ab nach Brighton & Hove Albion. Das war gerade wirklich extrem zäh, was sich hier abgespielt hat. Deswegen sind wir noch in Liverpool geblieben. Es geht hier relativ zäh weiter. Abseitssituation, boah, haarscharf, aber das Knie vielleicht minimal im strafbaren Bereich. Keine 5 Minuten mehr zu spielen. Brighton & Hove kommt nochmal. Das 2:1 wäre jetzt natürlich der Knockout. Bernardo, die Flanke kommt aber nicht durch. Sinchenko, Bruno nochmal mit der Flanke, Kompany und dann ist es geklärt. Wie viel gibt es in Liverpool obendrauf? Wollen wir nochmal hinschauen. Eine Minute haben wir erstmal regulär noch zu spielen und jetzt wäre fast das 2:1 passiert und dann hätte Liverpool nochmal zittern müssen. Aber Alisson Becker pariert. Auch das ist nochmal ganz wichtig. Also Liverpool wäre aktuell Premier League-Sieger. Neves mit dem Kopfball in die Arme von Becker. Nochmal rüber jetzt zum Schlussspurt. 4 Minuten gibt's obendrauf und Man City gibt alles. Muss jetzt mit dem Lucky Punch den Treffer erzielen. Gündogan, Foden, das dauert vielleicht auch etwas zu lange. Silva, Jesus, Silva, Sané, Silva, Ryan pariert. Nochmal der Nachschuss von Riyad Mahrez und wieder die Parade. Szene noch nicht geklärt. Zinchenko legt nochmal raus. Gündogan zu, Leroy Sané. Aber das war jetzt ganz schwach. Das hätte es sein müssen. Vermutlich die letzte Aktion in der Partie. Irre. Und der Schuss von Sané dann zu schwach. Die Nachspielzeit ist abgelaufen. Die Nachspielzeit ist in diesem Moment vorbei. Und in diesem Moment ist der FC Liverpool Premier League Sieger. Man City patzt eklatant
Und Sie können's gar nicht glauben. Wir wollen die Feierbilder sehen, also ab an die Anfield Road. Unglaublich! Hier brechen jetzt natürlich alle Dämme, die Freude ist riesengroß, die Party kann steigen. Eine irrsinnige Saison findet hier sein Ende in einer verrückten Schlusskonferenz, in der City nochmal kurz davor war, den Siegtreffer zu erzielen. Diese Spieler hier noch vom Thron zu stürzen, aber Brighton & Hove Albion hat es geschafft. Wir schauen auf die Siegerehrung. Ich lasse sie mit diesen Bildern alleine. Bedanke mich dann schon mal für die Aufmerksamkeit. Und genießen Sie einfach nun diese Bilder. Jo, das war's dann wieder mit der Prognose. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten tippt auch gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss.